Maria Brañas Morera, die spanische Rentnerin mit mehr Lebenserfahrung als jeder andere lebende Mensch, hat uns verlassen. Sie war die älteste zurzeit lebende Person auf der Erde. Sie starb am 19. August 2024 in Spanien im Alter von 117 Jahren und 168 Tagen. Sie verabschiedete sich aus dem Leben auf die Art, wie sie sich es erhofft hatte. Im Schlaf, friedlich und ohne Schmerzen. Ihre Familie erinnert sich an sie als freundliche Ratgeberin, als gute Seele, die stets ein offenes Ohr für ihre 16.000 Follower auf X hatte. Bleib bis zum Ende des Nachrufs, wenn du ihre bewegenden letzten Nachrichten an uns erfahren möchtest. Ihr Geheimrezept für ein langes Leben? Ordnung, Ruhe und das Meiden von giftigen Menschen. Maria wurde 1907 in San Francisco geboren, als die Stadt mit einer Beulenpest kämpfte. Als Kind zog sie mit ihrer Familie zurück nach Spanien. Sie überlebte beide Weltkriege, die spanische Grippe und den spanischen Bürgerkrieg. Selbst Covid-19 konnte sie nicht stoppen. Nach einer kurzen Infektion feierte sie ihren 113. Geburtstag im Pflegeheim. Maria war nicht nur eine Überlebenskünstlerin, sondern auch eine begabte Pianistin. Bis zu ihrem 108. Lebensjahr spielte sie Klavier, bis ihre Finger die Beweglichkeit verloren. Und jeden Morgen trainierte sie, um fit zu bleiben, bis sie 105 Jahre alt wurde. Vor ihrem Tod willigte Maria ein, sich wissenschaftlichen Tests zu unterziehen. Forscher sammelten Proben von ihrem Speichel, Blut und Urin, um die Geheimnisse eines langen Lebens zu entschlüsseln. Vielleicht werden ihre Gene uns bald dabei helfen, altersbedingte Krankheiten zu bekämpfen. Und wer hat nun, wo Maria gestorben ist, den Titel der ältesten lebenden Person der Welt inne? Das ist Tomika Itoka, eine Japanerin, die im Mai 1908 geboren wurde. Die älteste lebende Deutsche ist Charlotte Kretschmann. Sie ist nur 1,5 Jahre jünger. Sie wird im Moment auf Platz 6 der ältesten lebenden Menschen der Erde geführt. Zurück zu Maria. Maria war nicht nur eine Expertin im Überleben von Weltkriegen und Pandemien, sondern auch eine Social-Media-Ikone. Ihre wöchentlichen Updates waren legendär. In ihrer letzten Nachricht warnte sie uns, dass ihre Zeit nahe sei. Doch Maria wäre nicht Maria, wenn sie nicht noch einen versöhnlichen Gedanken hinzugefügt hätte. Weint nicht. Ich mag keine Tränen. Und vor allem, leidet nicht für mich. Wohin ich auch gehe, ich werde glücklich sein. Wir gedenken Maria also ohne Tränen und voller Mut für unser eigenes langes Leben. Was sind eure Methoden, um euch fit zu halten? Schreibt mir euer Rezept dafür in die Kommentare. Vielen Dank.